Hey, herzlich willkommen zu mir zu Hause und ich wollte mich an der Stelle bei euch melden und mich bedanken für die 10.000 Likes auf meiner Seite. Das ist ein Hammer-Ergebnis, bin mega glücklich darüber und kann man nicht anders sagen. Wie ihr seht, bin ich hier mit Lupi und mit ihrem Lieblingselch. Und ich wollte mich an der Stelle auch bedanken, weil auch wenn man das Ding ein bisschen ramponiert ist, einer von euch hat mir das zu alles was zählt geschickt, also praktisch eine kleine Mini-Lupi. Nur Lupi hat die schon ganz schön auseinandergenommen, was immer ein gutes Zeichen ist, weil sie echt gerne mit Kuscheltieren spielt. Also das ist gerade so ihr Lieblingstier, dieser kleine Elch. Und genau. Ja, was gibt's zu berichten? Also ich war jetzt bei Alles, was zählt eine Weile. Ihr habt das ja verfolgen können und das hat tierisch Spaß gemacht. Das war eine schöne Zeit, das war echt geil. Weiß nicht, 4 Monate, November, Dezember, Januar, jetzt Oktober auch. Und das war eine tolle Geschichte. Also vielen Dank für das Feedback. Das war auch eine super Geschichte insofern für mich ganz interessant, weil es ja sozusagen um Schuld, Nicht-Schuld, Moral ging sozusagen. Er hat ja tatsächlich jemanden umgebracht, kommt aber ins Gefängnis dafür, für einen Mord, den er nicht begangen hat. Dem ihm sozusagen Richard in die Schuhe schiebt. Das war echt ein interessanter Konflikt. Da haben wir viel dran gearbeitet, auch im Team mit den Autoren, mit den Produzenten, mit den anderen Schauspielern. Ich fand, das war eine sehr wichtige und interessante Geschichte insofern so, was ist wichtiger sozusagen, Moral oder das Recht, also das normale Recht sozusagen, also sozusagen vor einem Gericht dann entschieden wird. So. Und in der Hinsicht war es ein großes Anliegen für mich, Maximilian als einen gebrochenen Mann zu zeigen. Also er hatte ja, bevor er weggegangen ist, damals alles gehabt. Also er hatte sozusagen die Firma gehabt und die Frau, diese Frau, in die er sehr verliebt war. Und dann kam ja Raphael und hat ihn unter die Erde gebracht. Und er war ein Jahr sozusagen hinterher, diesen Mann sozusagen zu schnappen. Kommt zu spät, als seine Tochter umgebracht wird. Also ich wollte einen Mann zeigen, der sehr gebrochen ist, sehr leer, der nichts zu sagen hat. Weil was will man groß tun oder sagen, wenn das eigene Kind stirbt und wenn es auch noch so stirbt, dass es einem sozusagen brutal genommen wird. Und das fand ich eine sehr interessante und schwierige Herausforderung, einen Mann zu zeigen, der eigentlich am Ende ist. Und ich habe auch immer gedacht, warum kommt er eigentlich dann, warum bleibt er? Eigentlich könnte er ja gehen. Aber er bleibt wegen der Kinder. Also es ist die Mutter, habe ich auch immer gedacht, eher nicht. Es sind die anderen Kinder. Also es ist so dieses, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, man ist in einer schwierigen Situation im Leben und es gibt aber andere Menschen, für die es sich lohnt, sozusagen dann weiterzumachen oder sich aufzuraffen, wo man denkt, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, eigentlich will ich mich aufgeben. Man denkt aber dann, hey, aber es gibt andere Menschen, die mich brauchen, die auf mich bauen. Und dann ist das eine große Motivation und Inspiration für diese Menschen weiterzumachen, sich aufzuraffen. Und so habe ich Maximilian gesehen und auch gespielt als Mann, der total gebrochen ist, nachdem seine Tochter getötet wird. Und ich wollte auch zeigen, dass er im Grunde genommen den Raphael nicht umbringt aus Hass heraus, sondern es ist notwendig. Raphael ist so oft aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und das war wichtig, weil dieser Mann wäre immer wieder ausgebrochen und hätte immer wieder die Sicherheit der Familie aufs Spiel gesetzt. Auch die von Simone und von Richard und von Jenny. Also und auch von Vanessa. Also das war auch so ein Hintergrund, wo ich gedacht habe, das ist kein blutiger Mord aus Hass und ich bringe dich um und du hast meine Tochter und das ist mehr so. Das muss getan werden. Und das fand ich interessant, weil ich persönlich würde ja niemanden umbringen und würde einen anderen Weg gehen. Aber ich konnte das nachvollziehen, dass er das ganz bewusst und kalt und kühl macht, wie eine Krankheit, die man beseitigen muss. Chirurgisch im Grunde genommen. Ja, weil dieser Mann, wie gesagt, Raphael hätte nie aufgegeben. Der hätte immer weiter und weiter gemacht. Ob das jetzt moralisch richtig ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also das ist trotzdem Mord und Mord ist ein Mord. Auf der anderen Seite fand ich das interessant, wie er zurückkommt nach Essen und die ganze Familie wendet sich ab. Also nicht nur verliert er seine Tochter, sondern die Familie wendet sich ab und er ist im Grunde eigentlich wieder da, wo er mal angefangen hat als Maximilian. Er ist nicht erwünscht, er ist eigentlich nicht gewollt, er ist nicht geliebt. Er ist irgendwie nur das fünfte Rad am Wagen und er wird eigentlich nur geduldet. Man will ihn auch nicht in der Firma, wo er so viel Herzblut reingesteckt hat. Also er hat ja auch so oft
Simone und Richard den Rücken freigehalten. Er hat so oft die Drecksarbeit für sie geleistet und trotzdem war er dann immer irgendwie sozusagen der Kriminelle und der Bösewicht. Aber das ist ja auch das, was die Figur so spannend macht, dass er in dem Sinne kein klassischer Bösewicht ist, sondern er ist jemand, der tut Dinge, die nicht in Ordnung sind, weil sie getan werden müssen, zum Wohle der Familie. Und also es ist immer noch eine Figur, die, wie ihr seht, mich sehr beschäftigt, die ich sehr liebe. Maximilian ist echt, also bin ich mir auch sicher, egal wie lange ich lebe, wird ein Mensch sein, der mich sehr angeregt und inspiriert hat. Und ich würde wahnsinnig gerne auch wieder ihn verkörpern. Was ich aber interessant fände und wichtig fände, wäre, andere Aspekte zu beleuchten und zu betrachten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, sehr spannender Mensch. So, also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe da auch ein kleines Projekt und eine Idee und naja, aber dazu später mehr. Gut, das war zu Maximilian. Und es war natürlich total toll, am Set zu sein. Das ist ein tolles Team, also wenn ihr das erfahren würdet. Also ich wünsche jedem von euch da draußen, dass ihr die Möglichkeit habt, mal mit so einem Team zu arbeiten, egal was ihr macht, ob ihr jetzt so ein Schauspieler seid oder andere Berufe macht. Es ist einfach toll, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wie bei Alles, was zählt, die so hinter dem Produkt stehen. Und nicht nur das, sondern das ist echt wie Familie. Also vom Cutter zu den Leuten, die das Licht machen, Ton, Musik, Kamera, Regie, die Requisite. Lieben Gruß an die Leute von der Requisite an der Stelle, weil ich ja immer alles wegesse. Und nee, ist einfach toll. Ist einfach echt schön. Und auch mit den Kollegen, also mit Tatjana vor allen Dingen und Silvan. Also, das ist einfach echt Knaller. Und den ganzen anderen auch so. Die ich an der Stelle auch ganz lieb grüße und sehr vermisse. Das macht einfach großen Spaß mit den Leuten. Genau, deswegen, das war eine schöne Zeit, hat mich tierisch gefreut. Es war auch von Anfang an klar, dass ich auch jetzt nur für diese 4 Monate komme. Und ja, es gab immer Interesse von beiden Seiten und ich glaube, das gibt es auch immer noch und die Möglichkeit besteht. Und man muss einfach schauen, ob es passt und man muss einfach gucken. Das Leben ist ein Mysterium und wir werden sehen, ob wir Maximilian wieder erleben dürfen. Mal gucken, wenn es passt, dann passt es und dann freut mich auch sehr. Genau, ich habe ein paar Fragen von euch bekommen. Die hat mir die liebe Maddie geschickt und die werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Und nee, das ist nicht mein Passwort, sagt er mir gerade. Ich bin ja irgendwie technisch nicht so begabt und vergesse mal meine Passwörter ganz gerne. So, dann beantworten wir mal die Fragen. Also jetzt hier ganz offiziell. Lese ich zum ersten Mal. Deswegen. Was isst du eigentlich so am liebsten? Hast du ein Lieblingsgericht? Keine Ahnung. Darius, hast du eine Idee? Was ist hier so? Also da ist mein Humus. Putenbrust. Humus. Humus, genau. Ich liebe Humus. Genau, ich mag ganz gerne die arabische Küche. Eigentlich alles. Ich esse echt gern alles. Lieblingsgericht habe ich in dem Sinne nicht. Ich habe auch keine Lieblingsfarbe, Lieblingssong, sowas gibt es bei mir nicht. Ich esse wahnsinnig gerne. Ich esse immer weniger Fleisch. So, das hat verschiedene Aspekte irgendwie. Und guck, dass ich immer gesünder esse irgendwie. Aber eigentlich so aus dem natürlichen Bedürfnis heraus. Und ja, ansonsten eigentlich alles so. Also ich esse nicht gern Innereien und wie gesagt immer weniger Fleisch. Aber ansonsten Spaghetti, keine Ahnung, Hummus, immer, also Salat. Ich mache mir jetzt immer jetzt so eigene Drinks aus Sellerie, Gurke. Und das ist cool, das schmeckt echt gut. Das macht großen Spaß. Siehst du dich selber gerne im Fernsehen? Schaust du dir deine eigenen Filme an? Eigentlich wenig. Bei ABZ habe ich jetzt manchmal 19 Uhr, wenn ich pünktlich zu Hause war, dann reingeschaltet und geschaut, wie wirkt das? Erzählt sich das, was ich erzählen will? Also, weil du hast ja mal eine Idee so als Schaffender und dann guckst du, kommt das an, funktioniert das? Ist das gut? Aber eher selten. Ich bin so ein Mensch, ich glaube daran, dass du im Moment, wenn du im Moment bist und 100% gibst, dann spürst du auch, ob es gut ist, was du tust, im besten Fall. Du kannst ja nicht mehr als dein Bestes geben. Und deswegen dieses ständige Gucken, nee, es langweilt mich auch, ganz ehrlich. Also so, also nicht, weil ich mich langweilig finde, aber es ist ja schon vorbei. So, ne? Also insofern, ich sehe es dann und im besten Fall denke ich, stimmt, da habe ich das gedacht, da habe ich das gefühlt, da war das an dem Tag, aber selten. So, Film, ja, ich gucke mir das dann einmal an, aber ich sepp den auch ganz gern durch. So. Ich freue mich, wenn ihr den schaut, das finde ich geil. Und Spaß dran habt und inspiriert seid. Mir macht es mehr Spaß zu handeln. Das geht mir auch genauso mit Sport. Ich gucke ungern Sport. Ich mache lieber Sport. Also so,
schaue selten zu. Also ich gucke, dass ich eher sozusagen der Aktive, der Handelnde bin. Das andere ist für mich eher langweiliger. Also jetzt für mich. Genau, mal kurz einen Schwenk auf Lupi. Du! Sie ist ganz und gar nicht langweilig, sie hat mich ziemlich auf Trab. Aber das ist auch das Schöne. Hast du selbst auch Lieblingsschauspieler oder Vorbilder und warum diese? Lieblingsschauspieler, ja, ich finde Daniel Day-Lewis, Benicio del Toro, klar, Al Pacino, aber es gibt so einige, die ich echt großartig finde. Und neuerdings finde ich ziemlich geil Ben Affleck. Den fand ich als Schauspieler eigentlich nie so besonders interessant. Aber was ich bei dem geil finde, ist, dass der ist so einer der wenigen Menschen, die scheinbar Regie führen, schauspielen, Drehbücher schreiben. Und das ist was, was ich mir auch immer mehr vorstelle und wünschen kann. Ich habe ja im Theater Regie geführt, was vielleicht wenige wissen. Ich habe ja lange Theater gemacht. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das war auch sehr erfolgreich, die Theaterinszenierung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, dass das sowas ist, was mir auch liegt, Regie zu führen, weil ich einfach gerne mit Menschen arbeite und gerne das Beste aus ihnen raushole oder sie unterstütze, dass sie ihre besten Leistungen bringen. Das finde ich bei Affleck ein ganz faszinierendes Beispiel, der jemand ist, der immer besser als Schauspieler auch geworden ist. So, das finde ich ganz interessant. Aber ansonsten schauspielerisch. Ich finde Schauspieler toll, die wahrhaftig sind. Ich finde Schauspieler toll, die eine interessante Qualität vor die Kamera bringen, so dass du als Zuschauer vergisst, dass das ein Schauspieler ist und dich selber anfängst zu fragen, wie ist denn das eigentlich in meinem Leben? So, das finde ich ein toller Schauspieler, einer, der es schafft, dass du über dein eigenes Leben nachdenkst und im besten Fall zu einem positiven Schluss kommst und was veränderst. So, das finde ich immer geil. Kommst du überhaupt mal wieder als Maximilian zu AWZ? Bleibst du AWZ erhalten? Also erhalten ja nicht, wie ihr seht. Ich bin ja jetzt raus, das ist ja auch schon über den Sender. Kommst du mal als Maximilian wieder? Ich glaube, wenn, ich glaube so an Energien, so, und ich glaube, wenn ihr wirklich Bock habt, mich zu sehen als Zuschauer, so, dann wird sich das auch bestimmt ergeben. Ich denke, dass wir alle dem relativ offen gegenüberstehen, so jetzt, glaube ich, so von Senderseite und Produktionsseite. Ich auch, und wie ich auch schon am Anfang sagte, das muss halt passen so und eine tolle Geschichte, so dass es sich lohnt, die zu erzählen und ihr auch alle fleißig einschaltet. Genau. Jetzt ist schon wieder dieses iPad ausgegangen. Jawohl. Weil, ich habe mich auch eine Weile nicht gemeldet, ich bin tatsächlich beklaut worden. Ne? Also ich war in so einem Club hier mit Darius, der hinter der Kamera ist, waren tanzen und ich gehe ja selten weg. Das ist nicht so meins. Und ich habe so getanzt und so. Frühling und so, tanzt in den Frühling und dir und hatte echt gute Laune, war auch ein bisschen betrunken. Ich trinke selten, habe glaube ich zwei Sekt getrunken, war völlig weg, voll abgedanced und dann hat so ein Typ mich betatscht, so am Arsch. Und ich war erst so ein bisschen sauer, dann dachte ich so, hey, das ist ja was, was euch Frauen da draußen auch oft passiert, wahrscheinlich so, dass ihr blöd betatscht werdet. Dann dachte ich so, komm, sei mal ein bisschen tolerant. Habe ihn einfach nur böse angeguckt und gesagt, komm, lass mal, ja, lass mich mal in Ruhe. Und habe aber nicht gemerkt, dass der Kollege sehr geschickt seine Finger an meinen Arsch gepackt hat und das Handy rausgefischt hat. Das war dann weg. Ich stand doof da, habe das erst eine Stunde später gemerkt. In meinem betrunkenen Zustand habe ich dann Autoren gerufen vom Handy von meinem Freund und musste alles sperren und irgendwie lokalisieren und das war alles ein totaler Horror. Aber ist so. Jetzt habe ich ein neues Telefon. Genau, hatte eine Woche lang kein Handy und das war echt interessant, weil ich habe das auch nicht so dringend gebraucht und ich kam auch bei Facebook nur rein, komme ich nur rein über mein Handy. Also ich habe so doppelt geschützt. Also ich kam weder bei Facebook rein, noch hatte ich ein Handy für eine Woche. Und das war eine geile Erfahrung. Also ich bin ja eher so jemand, der gerne sich auch disconnected von so Technik. Und ich war sehr mit mir und habe sehr viel Zeit gehabt so zum Nachdenken. Und das war toll. Ich mag das ja sehr gerne. Kann ich nur empfehlen. Also nicht, dass euch das Handy geklaut wird. Das natürlich nicht. Aber so mal auch so ein bisschen, wie würde man sagen, Internetfasten. War gut. Nach welchem Duftparfüm riechst du? Ich glaube, ich benutze dieses One Million, aber auch nur manchmal, so wenn ich ausgehe. Ich mag das aber auch ganz gerne. Ansonsten duschen, mein eigener Geruch. Wann gibt es ein Meet and Greet mit dir? Gute Frage. Ich habe immer gesagt, wenn sie 10.000 Mal die knacken, dann gibt es ein Meet and Greet.
müssen wir jetzt mal planen und schauen. Ich habe mehrere Projekte, die so, als Schauspieler ist es immer krass, weißt du, weil du bist irgendwie so, du weißt nie, wann Sachen stattfinden, so als Freischauspieler. Ich bin jetzt angefragt für mehrere Projekte, jetzt hätte ich um ein Haar einen Film auf Kuba gedreht, gibt eine Anfrage für USA, es gibt eine Anfrage für Chile, es gibt eine Anfrage für Polen, aber bei Filmen ist das immer so, du weißt nie, wann das stattfindet. Das ist immer so, es hängt davon ab, wenn das Geld da ist, dann drehen wir. Aber dann sagen die, ja, wir haben jetzt 1 Million, aber uns fehlt noch 500.000 oder und deswegen sind meine Zeiteinsätze immer nie so wirklich planbar. Wenn Leute mich fragen, was machst du nächste Woche oder übernächste Woche, sag ich mal, ich kann in Kuba sein, in Polen sein, ich kann hier sein, ich weiß es nicht. Deswegen müssen wir das mit dem Meet and Greet genau planen und es kann sein, dass es nochmal verschoben wird. Ich hätte ja so Bock auf jetzt so Mai, aber dafür brauche ich definitiv die Maddie, dass die mir da ein bisschen so unter die Arme greift und wir das planen. Wenn, dann findet es in Köln statt. Und wir werden wieder so eine kleine Tombola machen oder uns das überlegen, in welcher Form wir das machen. Ich freue mich immer tierisch, mit euch Kontakt zu haben, also vor allen Dingen auch so in echt. Ich hasse es zu telefonieren, ich bin kein großer Fan von Facebook, wie ihr schon gemerkt habt. Und ich finde den direkten Kontakt immer am besten. Deswegen, wenn jemand von euch eine Idee hat oder sagt, hey, ich habe hier eine Location und organisiert das, umso easier. Und dann komme ich irgendwo hin, mache eine schöne Autogrammstunde und wir quatschen einfach mal. Klar. Mache ich. Sehr gerne, sowieso. Also an der Stelle nochmal, ich würde nicht den Erfolg haben, den ich habe, wenn ihr nicht so sozusagen mich so unterstützen würdet. Also auch gerade so in meiner Rolle als Maximilian. Also das ist echt. Also ich würde das auch tun, was ich tue, sowieso machen, weil es mir Spaß macht. Und es ist aber toll, unabhängig davon, dass ihr diese Rolle so geil findet und dass ihr das so gerne schaut und dass ihr mögt, dass ich das mache. So, das ist immer ein Riesenkompliment. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Dum 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 dum. Auf was für einen Typ Frau stehst du? Was findest du bei Frauen hübsch, attraktiv? Wie sieht deine Traumfrau aus? Naja, das ist schon so. Also rein äußerlich finde ich es toll, wenn eine Frau unter 1,70 ist. Das finde ich aus irgendeinem Grund interessant oder ganz sexy. Ich mag Frauen, die selbstbewusst sind, die sinnlich sind. Sinnlich ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich mag Frauen, die, also ich jetzt persönlich, die sinnlich sind, ja, die irgendwie Temperament haben. Ich mag es, also was mir wichtig bei einer Frau ist, ist, dass sie das geil findet, was ich mache. So, es ist schwierig, mit jemandem zusammen zu sein, der sagt, ja, aber kannst du mit dem Schauspielen aufhören oder so, oder kannst du jetzt, keine Ahnung, nicht vor der Kamera diese Frau küssen? Also das ist schwierig. So, das muss schon jemand sein, der die mein Beruf oder das, was ich tue, toll findet. Und am liebsten mit mir jemand, der sozusagen das mit mir teilt. Ich will mit meiner Frau oder Partnerin im Grunde auch gemeinsam Projekte haben. Ich finde es auch toll, wenn sie selber Ziele im Leben hat und ich sie darin unterstütze, ermächtige. Ich finde es aber geil, wenn man so gemeinsam sozusagen wie ein Team an Dingen arbeitet. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr inspirierend. Und dass man, ja, dass man, wenn man mit der Zeit auch immer besser wird. Ja, also ich möchte, dass die Person sich mit mir wie Gold fühlt. Ich will, dass im besten Fall, wenn man das mit einer Blume vergleicht, dass die Frau neben mir noch mehr aufblüht. Das macht sie ja noch schöner und noch begehrenswerter. Und das wiederum inspiriert mich ja sozusagen, ihre Schönheit, ihre innere und äußere Schönheit, Vollgas zu geben, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen. Ich glaube, George Bernard Shaw hat das mal gesagt, das ist so ein Lieblingssatz von mir, du wirst als Mann niemals so klug sein wie eine Frau. Das ist so sinngemäß, hat er das gesagt. Also die größte Klugheit, die du erlangen kannst, ist die zu wissen, dass du niemals so klug sein wirst wie eine Frau. Und George Bernard Shaw ist ja definitiv ein sehr intelligenter und erfolgreicher Mann gewesen. Und ich sehe das auch so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den Deckel zu finden, der passt und dass man eine ähnliche Vision hat im Leben. So. Ich bin definitiv, glaube ich, kein leichter Typ. So. Ich habe meine Vorzüge, ja. aber ich habe auch ein Leben, was viel auf Achse ist. Ich reise viel und im Grunde mein Traum wäre, mit meiner Frau gemeinsam die Welt zu bereisen. Und dass sie bei mir ist, wenn ich meine Filme drehe, sei es als Regisseur, als Schauspieler. Und wir gemeinsam abends über meine Arbeit reden. Und wenn sie noch Projekte hat, klar, auch geil. Mega. Insofern ist das manchmal nicht so leicht. Aber rein vom Äußeren, ich stehe auf klein, so. Also ich mag kleine Frauen, das finde ich irgendwie sexy. Und ja, ansonsten, das ist glaube ich so der einzige Punkt.
Und Sinnlichkeit, ich mag so, ja. Also Sinnlichkeit ist für mich, also rein körperlich ist mir egal, so wie sie aussieht. Wichtig ist, dass sie sich wohlfühlt in ihrem eigenen Körper. Das finde ich sehr sexy. Genau. Welche Rolle würde dich am meisten herausfordern? Ich glaube, mein Leben ist schon herausfordernd genug. Wie Corinna Harfouch mal gesagt hat, Spielen ist leicht, Leben ist schwer. Sehe ich nicht ganz so, aber ich kann was damit anfangen im Sinne von, Spielen ist echt leicht. Super leicht. Also im Sinne von, ich mache es jetzt auch schon lange und habe, also was die meisten Leute nicht wissen, weil ich super gerne zeigen würde, ist, ich habe im Theater so viele Rollen gespielt, wo ich so unterschiedlich war, wo Freunde von mir gesagt haben, ey, ich habe dich gar nicht wiedererkannt. Du warst so anders. Ich habe im Theater so viele Rollen gespielt, wo ich sehr komödiantische Rollen, wo ich so Nerds gespielt habe, hässliche Nerds oder lustig war oder sehr krasse Rollen. Und das ist auch der Grund, warum du auch Schauspieler wirst. Du willst sehr viele unterschiedliche Rollen spielen, dich reinversetzen, verstehen. Warum macht ein Mensch sowas? Und es gibt so zwei verschiedene Arten von Schauspielern. In meinen Augen so den Verwandlungs- und den Persönlichkeitsschauspieler. Zum Beispiel, wie heißt denn dieser Franzose, dieser dicke, dieser tolle Schauspieler? Depardieu? Depardieu, genau. Danke. Depardieu ist zum Beispiel so ein Persönlichkeitsschauspieler. Depardieu ist immer Depardieu. Wenn er einen König spielt, ist er Depardieu der König. Wenn er einen Bettler spielt, ist er als Depardieu ein Bettler. Und es gibt so Leute wie Daniel Day-Lewis, die werden zum König oder zum Bettler. Also die kreieren einen Menschen und die schlüpfen da rein. Und die betrachten, denken, fühlen das Leben ganz anders. Und ich glaube, ich zähle eher zu den Zweiteren. Also beide sind geil. Es gibt bei beiden geile und nicht so geile Schauspieler. Ich finde das spannender, das zu untersuchen. Zum Beispiel jetzt bei Rosamunde Pilcher, da war ich eher so ein lieber Kerl. Und das war spannend. Das finde ich das Interessante, das finde ich das Reizvolle. Insofern Rollen, die mich herausfordern würden, einfach, ich würde gern im Fernsehen und im Film gern das zeigen, was ich am Theater viel gespielt habe. So echt. Rollen, wo ich sage, wow, hätte ich gar nicht gedacht so. Und vor allem, weil mir das Spaß macht sozusagen. Am herausforderndsten selber finde ich mein eigenes Leben. Also ich glaube, wenn ich die Rolle des Francisco Javier Medina packe und gut umsetze, dann wäre das mein größter Erfolg. So, was haben wir denn noch hier auf dem Zettel? Wirst du bei RWZ auch mal etwas sympathischer, also die Rolle des Maximilian? Würde ich gerne, das ist ein guter Hinweis. Ich fand's ja geil, wir hatten mal diese Geschichte, wo er in Celine verknallt war. Wo er so ganz naiv war und auf einmal dachte so, what the fuck, ey. Und das fand ich spannend, da musste ich auch oft schmunzeln, weil für Maximilian war es so wie, hä, Liebe? Was ist das? Und das finde ich cool, wieder zu spielen. Also wenn ich Maximilian wäre, hätte ich echt Bock drauf, dass er sich vielleicht in jemanden verliebt, so ein ungewöhnliches Paar, so wie mit Katja damals. Das fand ich war eine tolle Geschichte. Also sowas. Ich finde es spannend, wenn Dinge, Figuren passieren, die man nicht erwarten würde. Das finde ich immer gut. Klar. Ist er nicht sympathisch? Versprichst du mir niemals, die langen Haare abzuschneiden? Nee, das kann ich nicht versprechen. Die Haare sind mittlerweile kürzer, wie ihr seht. Also hier so an den Seiten. Und nö. Ich habe mir die Haare mal früher abrasiert und dann lang wachsen lassen. Abrasiert, lang. Und ich habe sie jetzt lange lang gehabt. Und, nee, also mir ist es egal. Also Hauptsache, ich habe Haare. Das finde ich immer wichtig. Das war mir immer wichtig. Mein Vater hat schon Glatze. Und ich dachte immer, bitte, lieber Gott, bitte, lass mich kräftige, lange Haare haben. Und Gott hat mich ja gehört. Insofern bin ich ganz dankbar. Und, aber ansonsten, je nach Rolle. Hat man dich mal gefragt, in einem Tatort mitzuspielen? Und zwar den aus Münster mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl. Ist mein Lieblingstatort. Finde ich auch gut. Wo die beiden in ihrer Rolle, Börne und Thiel, bis zuletzt nicht wissen, wer der Mörder ist, weil du beide gegenseitig manipuliert hast. Wäre das was für dich? Klar, logisch. Gefragt worden bin ich noch nicht. Für den Tatort finde ich geil. Klar, bin ich super gerne. Und den Münsteraner sowieso. Ich habe in Münster lange Theater gespielt, an den städtischen Bühnen. Geiles Haus. 1000 Zuschauer jeden Abend. Kabale und Liebe, Romeo und Julia, das war echt geil. Das hat echt Spaß gemacht. Klar, Münster ist echt schön. Hast du noch mal vor, ein Musikprogramm zu machen? Ja, das habe ich schon vor, aber dafür müsste ich besser singen können. Ich glaube, also so, ich habe früher gesungen und ich glaube, ich habe früher besser gesungen. Und beim letzten Programm, als ich gesungen habe, fand ich so, als ich es dann gesehen habe, nee, ich sollte das mit dem Singen so unter der Dusche, ja, ich singe gerne, aber wenn ich auf einer Bühne singe und wir dafür Geld nehmen, dann sollte das auch eine gewisse Qualität haben. Also ich habe schon okay gesungen.
Ich würde das gerne machen, aber dann müsste es so eine Herzensangelegenheit sein. Wirklich sowas so, das ist sowieso bei mir, Mann. Also bei mir geht es nie um Geld, sondern, also Geld ist geil, liebe Geld und ich habe auch viel davon, zum Glück. Aber ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen. Ich arbeite, weil ich Spaß habe an dem, was ich mache. Also insofern ja, aber dafür bräuchte ich eine gute Idee. Und ich müsste Gesangsunterricht nehmen, ganz, ganz dringend. An was kannst du dich aus deiner Münsteraner Zeit noch erinnern? Boah, viel. Viel Theater, Proben, Regie führen. Das war eine Zeit, da war ich echt so ein Theaterautist. Ich bin immer durch die Innenstadt gelaufen, die wunderschön ist, und habe dabei meine Texte gesprochen. Und das war eine schöne Zeit, weil ich bin immer so zum Theater und bin schon in die Rollen reingestüpft beim Gehen. Ich bin so ein Geher. Also auch so, wenn ich so mit in Meetings bin und über Sachen rede, springe ich eigentlich mal auf und laufe hin und her. Das kann ich jetzt nicht machen, weil sonst würde Darf mit der Kamera mich irgendwie mal einfallen müssen. Insofern, Münster, geil. War eine schöne Zeit, echt spannend. War mein erstes Engagement auf der Schauspielschule. Rock'n'Roll, 100% auf der Bühne, alles geben. Und das war toll. Das war eine schöne Zeit. Echt schöne Zeit. Wie viele Tage drehst du in der Woche? Müsst ihr auch am Wochenende arbeiten? Wie viele Stunden arbeitet ihr so am Tag? Das ist sehr unterschiedlich beim Drehen. Also es gibt Tage, da drehst du bis Ultimo, von morgens bis abends, bis nachts. Es gibt Tage, da drehst du 2 Stunden. Es gibt Tage, da hast du frei. Manchmal drehst du auch am Wochenende, beim Film sowieso, bei Alles, was zählt manchmal auch. Das ist ein Job, in dem du sehr flexibel sein musst. Also du hast keine 9-to-5-Hours, sondern du bist sehr flexibel. Dann werden Tage umgeschmissen, das heißt, ey, wir drehen morgen doch alles am Berg und dann, oh nee, und du musst es dir anschauen und dann regnet es oder dann wird es wieder. Flexibilität ist so das Stichwort. Ich bin mega unflexibel, in meinen Augen. Wahrscheinlich bin ich es dann irgendwie doch, aber wegen dem Beruf allein. Aber das ist sehr wichtig, das zu sein. Mich würde interessieren, was du für einen Sport in den Maximilian bei RWZ immer mit diesem Holzschwert macht und ob du diesen Sport auch selber machst. Das Holzschwert ist ein Shinai, das ist Kendo. Selber machen tue ich es leider nicht. Das ist sehr zeitaufwendig. Es gibt einen tollen Meister, Thorsten Mesenhall, in, glaube ich, Wuppertal wohnt er. Den kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr Kendo erlernen wollt, geht zu Thorsten Mesenhall. Das ist ein mega brillanter Coach. Der ist, glaube ich, auch deutscher Meister im Kendo gewesen. Ist, glaube ich, der Einzige, der auch mit diesen 2 Schwertern kämpft. Einer der wenigen. Und das Tolle an Kendo ist, dass das ist ja im Grunde das, was die Samurais gemacht haben, zu üben. Ja, Lubi. Die geübt haben für den Kampf und du lernst wahnsinnig viel. Ich liebe ja so Last Samurai, so ein Lieblingsfilm von mir. Und diese ganze Kultur, diese ganze Samurai-Kultur, weil Samurai heißt ja dienen. Und du dienst etwas. Und ich finde dieses Konzept ganz schön, dass man einer Idee dient. Und die Gespräche mit Thorsten waren immer toll, weil es geht nicht nur um sozusagen, du schwingst dein Schwert, sondern die ganze Philosophie, die dahinter steckt, der Fokus auf eine Sache, die Konzentration, dieses sozusagen, ich bin konzentriert auf einen Punkt. Genauso wie im Leben, du kannst ganz viel fürs Leben benutzen, wo du dich sozusagen auch konzentrieren kannst. Wie gehst du in eine Aufgabe rein? Wie, also wenn du auch manchmal Dinge im Leben nicht gerne machen möchtest, sozusagen, das zu nutzen, das ist ja dann auch eine Art Feind, dem du dann auch gegenüberstehst mit deinem Schwert. Wie mache ich das? Und es gibt so viele Dinge. Es gibt einen Satz, den ich gerne, an den ich mich gerne erinnere, wo Thorsten gesagt hat, Samurai sind in die Schlacht gegangen und die hatten so eine Haltung von, heute ist ein guter Tag zu sterben. Die waren so glücklich. Ja, und im Sinne von, jetzt fragt euch, was ist denn so geil daran am Sterben? Nichts, wahrscheinlich Großartiges. Aber das Tolle ist so, diese Haltung von 100% im Moment zu sein, im Augenblick. 100% alles zu geben. Und wenn du ein Krieger bist, dann ist es im Grunde genommen auch eine Erfüllung sein, in diesen Kampf dein Leben zu geben, für diesen Kampf. Und wenn die gesagt haben so, heute ist ein guter Tag zu sterben und in den Kampf gegangen, klar waren die so gut, weil jemand, der keine Angst hat, sein Leben zu verlieren, ist unbesiegbar. Jemand, der das Leben sozusagen bei den Hörnern packt, ohne Angst vor dem Leben selbst, der kann nicht scheitern. Ja? Es gibt so ein tolles Buch, das heißt, ich glaube, das Buch des Todes aus dem Buddhismus. Kennst du das zufällig daraus? Ich glaube,
ich glaube, das nicht das Buch des Todes, ich glaube, das ist ein Chapter über den Tod, so ein tibetanisches Buch. Und da wird beschrieben, dass die Mönche als Meditation sich vorstellen, Charging Tiger, dass ein anstürmender Tiger auf sie zurennt. Und wenn du dir vorstellst, dass das Leben wie so ein anstürmender Tiger ist, der dich gleich zerreißen wird, dann bist du sehr präsent. Also es geht nicht um Angst, sondern es geht um Embrace the Death, sagen die. Also im Grunde genommen, also es hat nichts mit Todessehnsucht zu tun, aber in den Momenten, wo wir schwierigen Situationen ausgesetzt sehen, geht es mir oft so, dann bin ich hellwach und dann bin ich sehr präsent. Und das ist eine tolle Art, sein Leben zu leben, im Grunde genommen. Das ist eine gute Möglichkeit, um mit Schwierigkeiten klarzukommen. Denn Schwierigkeiten sind auch nur Geschenke, um sich weiterzuentwickeln, um dem näher zu kommen, was man eigentlich vielleicht wirklich erleben soll und will. Erschaffen wird. Okay, genug der Tiefsinnigkeiten. Haare abschneiden, das hat man schon. Kendo, genau. Kann ich sehr empfehlen. Ist sehr zeitaufwendig, deswegen mache ich es nicht. Müsste ich immer nach Wuppertal, aber Thorsten Mesenhall kann ich euch nur sehr empfehlen. Oder darüber zu lesen. Also Kendo ist echt eine tolle Sportart. Welches ist dein nächstes Verbrechen bei AWZ? Das werden wir sehen. Da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Ich möchte gerne wissen, wie es ist, mit so vielen Leuten am Set zu arbeiten. Gibt es auch mal Stress? Klar, Stress gibt es immer. Gibt es in jedem Job, gibt es in der Familie, gibt es überall. Ist auch mal eine Frage, was ist Stress für dich? Ist auch mal eine gute Frage, was ist eigentlich Stress? Ich habe jetzt sogar auch von dieser McGonagall. Ja, Lubi. Es gibt so eine Psychologin, McGonagall. Lubi. Zum Beispiel, sie hat nie Stress. Nie. Oder? Hast du Stress? Du hast keinen Stress, ne? Ist die nicht süß? Die ist so süß. Oh, süß. War jetzt gerade scheinschwanger. Sie dachte, dass sie Mutter wird. Sie hat nämlich ihre ersten Tage gehabt. Sie ist ja jetzt knapp über ein Jahr. War sie scheinschwanger und hat sie mal ihren Bauch geleckt. Jetzt ist sie aber wieder. Ist alles gut, ne? Alles gut. Genau, diese Psychologin McGonagall, und die hat gesagt, Stress ist eigentlich was Positives. Wir denken, oh, Stress ist voll schlecht und so. Und die meinte, nee, Stress ist eigentlich was Cooles, ist eigentlich was Positives, weil Stress erweitert unsere Kapazitäten. So, wir dürfen nicht Stress als was Negatives bewerten. Das ist einfach nur ein Ereignis. So, du bist überfordert, du hast eine Reizüberflutung. Okay, dann einfach mal step back, durchatmen und zu schauen, was will ich eigentlich? Was ist eigentlich gerade das Problem, was es zu lösen gibt? Stress am Set, klar. Aber ich finde, das muss nichts Schlimmes sein. Es geht ja darum, zu wissen, was ist meine Absicht, was will ich? Und meine Absicht am Set ist immer, dass das Endprodukt so geil wie möglich wird und dass ich Spaß habe mit den Leuten und dass ich mein Bestes gebe. Dass ich einfach volle Kanne eintauche in die Figuren und wie gesagt, und wirklich, dass ich mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, eine gute Zeit habe. So, weil wichtiger als irgendwelche Filme, die wir machen, ist die Zeit, die wir miteinander verbringen. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, wenn ihr im Job seid und arbeitet, egal ob ihr Bäcker seid oder so, klar, es ist wichtig, dass ihr gute Brötchen dann backt und die Leute sich daran erfreuen und Spaß haben und die gerne essen. Aber es ist doch auch wichtig, dass ihr mit den Leuten, mit denen ihr die Brötchen backt, eine gute Zeit habt. Jo. Also Stress, ja. Aber eigentlich... Der größte Stress, den du bei AWZ hast, ist der Zeitstress. Dass du wenig Zeit hast, um dein Bestmögliches zu geben. 20 Minuten für eine Szene, 30 Minuten für eine Szene, ey, das ist wahnsinnig. So, wenn andere Schauspieler sagen, oh, Soap ist voll mies, dann sage ich dir mal, so Theaterschauspieler und anderen Leuten, die nur so Kino machen, mach mal eine Szene in 30 Minuten, für die du am Theater mehrere Wochen hast oder für die du beim Film einen ganzen Tag Zeit hast. Mach das mal. Und dann ruf mal dein Bestes ab. Das ist ein ganz anderer Sport. Das kann man gar nicht vergleichen. Das wird ein langes Video, ne? Aber gut. Ich möchte gerne wissen, wie es ist mit so vielen Leuten. Ach, so gibt's mal Stress. Hat man schon. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Telefon. Willst du reingehen, oder? Ja. Einfach ignorieren. Wer ist dein Lieblingsschauspieler am Set von AWZ? Boah, das ist gemein. Also das Telefon beantwortet die Frage. Aber ich liebe es echt mit Silvan und Tatjana zu arbeiten, das gebe ich schon echt zu. Aber ansonsten auch mit Jul, ich bringe manchmal die Namen, und Kaya, also klar, die Steinkamps, die sind schon echt cool. Anja auch, ja, wobei sie mir echt auf den Sack geht. Und Anja, wenn du gerade zuschaust, ich bin echt scheiße sauer über deine fucking Videos und ich hau dir eine rein, wenn ich dich sehe, echt. Blöde Kuh.
Ich hätte gerne eine Autogrammkarte von dir. Wäre das machbar für die Fans, für uns Fans? Klar. Ich bin ein bisschen langsam. Ich werde die nächsten Tage mal wieder ein paar mehrere unterschreiben, im Blog abgeben und dann werden die verschickt. Mich würde interessieren, ob du gern kochst oder ist es dir lieber, bekocht zu werden? Also ich glaube, das ist eindeutig B. Welchen Traum möchtest du dir noch unbedingt erfüllen? Welche Ziele hast du noch? Welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Gute Frage. Welchen Traum möchtest du noch unbedingt erfüllen? Familie, Kinder, Ehefrau. So die Liebe meines Lebens finden und heiraten. Und Kinder großziehen. Die Welt bereisen. Mit Freunden zusammen sein. Arbeiten. Und das, was man arbeitet, ist das etwas ist, was andere Menschen bereichert. Und beschenkt. Das ist, glaube ich. Wenn du einen stressigen Tag hast, wie entspannst du am liebsten? Film gucken, auf der Couch liegen, mit Freunden sein, was essen. So das Gängige eigentlich so. Sport machen. Wahnsinnig gerne. Mach wahnsinnig gerne Sport. Tanzen, das Gängige, das was eigentlich jeder macht. So. Kannst du dir vorstellen, nochmal auf der Bühne im Theater zu spielen? Ja, klar. Wenn die Rolle passt, wenn der Regisseur stimmt, wenn das ein tolles Projekt ist. Klar. Das muss halt passen. Das muss halt was sein, wo ich 100% nicht Ja sage. Planst du mal eine CD aufzunehmen? Jetzt nicht. Ich würde gerne mal ein Hörbuch vielleicht sprechen, aber ich glaube, wenn ich gerne ein Hörbuch sprechen würde, dann müsste es ein Buch sein, was mein Freund Darius gerade am Schreiben ist. Das würde ich gerne besprechen, aufnehmen. Egal was ich mache, es muss was sein, wo ich 100% dahinter stehe. So, also ja, CD aufnehmen, singen. Wir sind beim Thema wieder, nur wenn ich Gesangsunterricht nehme. Und das so ist, dass ich sage, das ist geil. Das ist nämlich auch ein Hinweis. Du musst selber geil finden, was du machst. Das ist nicht wichtig, was andere, also es ist wichtig, was andere sagen, aber wir leben auch in einer Zeit so, ne, mit DSDS und so, das ist alles cool. Ich liebe DSDS, ich schaue das voll gerne. Das ist auch gut, Feedback zu kriegen. Aber ich bin immer der Meinung, in allererster Linie ist es wichtig, dass du dich selber gut findest und dass du vor allen Dingen selber gut findest, was du machst. Also gerade wenn du ein bisschen künstlerisch aktiv bist, ein Bild malst oder singst oder so und du dich aufnimmst, findest du es selber gut, was du machst. Das ist immer auch ein Kriterium für mich. Was wirst du in deinem Leben weitermachen? Das, was ich davor beantwortet habe mit dem Traum. Wann kommt endlich raus, dass du nicht Erik vom Turm gestoßen hast? Wann wird der Papa endlich enttarnt und wann kriegt Jenny endlich raus, dass es ihr Papa war? Ich glaube, das ist beantwortet. Ne? Ich möchte gern wissen, ob du wieder mal in anderen Filmen zu sehen bist. Und natürlich auch weiterhin bei AWZ. Hast du eine Traumrolle, die du mal spielen möchtest neben Maximilian? Habe ich, glaube ich, auch schon beantwortet. Ja. Und ja, kann ich nur yes sagen. Was fordert dein Talent als Schauspieler mehr? Die Serienrolle oder eine Filmrolle? Beides, ganz klar. Fordern tust du dich immer selber. Du kannst alles scheiße machen oder alles geil machen. Hängt von dir ab, was du halt reingibst. Auch würde mich interessieren, ob du bei AWZ bleibst. Erstmal nicht. Oder du es wieder dauerhaft verlassen wirst. Und ob man dich auch zeitnah in anderen Filmen wie Rosamunde Pilcher bewundern darf. Oder ob das eine einmalige Sache war. Klar, also ich habe voll Bock zu drehen, ich habe Bock zu spielen. Ich baue gerade ein neues Segment in meinem Leben auf. Ich fange jetzt an zu schreiben, Regie zu führen und zu produzieren. Ich habe letztes Jahr ein paar Kurzfilme produziert, was die wenigsten wissen. Ich wollte erstmal üben für mich. Ich habe Regie geführt, ja auch schon am Theater. Und ich habe Bock, auch hinter die Kamera zu wechseln. Voll, das wird geil. Und Geschichten zu erzählen, geile Filme zu machen. Egal ob kurz, lang, Serie, voll Bock drauf. Also, und ich will auch vor der Kamera bleiben. Deswegen habe ich gesagt am Anfang, Ben Affleck ist so ein Vorbild für mich. Das ist ein Typ, der hat scheinbar eine glückliche Ehe. Das macht tolle Filme, finde ich. Und als Schauspieler wird er immer besser. Also das ist so das Leben, nicht 1:1. Aber vieles davon würde ich mich sehr freuen. Was ich schon immer wissen wollte, ist, ob du auch Privatkendo betreibst. Also nur, wenn man mir richtig blöd kommt. Dann nehme ich mein Schwert. Aber ansonsten nee. Was hörst du so für Musik? Was höre ich für Musik? Filmmusik? Filmmusik höre ich voll gerne. Ja, das stimmt. Also wenn ich höre meistens nur Musik, wenn ich eine neue Figur erschaffe
Oder wenn ich Regie führe oder wenn ich Sport mache, sonst höre ich keine Musik. Filmmusik. Hans Zimmer, wie heißt denn der andere tolle? Der andere berühmte Hans Zimmer, was gibt den? Wie heißt denn der, den wir kennengelernt haben? Dieser ganz tolle. Oh, wie heißt denn der Gladiator gemacht hat? Gladiator, Titanic. Krass, Mann. Den finde ich cool. Den finde ich sehr cool. In welcher Serie würdest du mal mitspielen wollen? Gab eine, die ich jetzt gesehen habe. Also, es gibt viele Game of Thrones, klar. Gibt viele. Ich hatte eine Anfrage für Agents of S.H.I.E.L.D. Konnte ich aber nicht machen letztes Jahr, weil ich da genau Pilcher gedreht habe. Also ich meine erste Anfrage aus den USA. Vielleicht kommt ja noch mal eine. Würde mich natürlich freuen. In Deutschland gibt es einige Sachen. Also wird jetzt viel produziert. Es gab eine, wo ich neulich gedacht habe, da hätte ich voll Bock. Ich finde Block B geil. Also das finde ich echt spannend. Block B gefällt mir sehr gut. Da könnt ihr unbedingt mal reinschalten. Ist auch eine Produktion der UFA. Da spielt auch Ulrike Rösebeck mit, die ihr auch aus AWZ kennt. Die macht das echt toll. Und es gab noch so ein, zwei Sachen, die ich gesehen hatte, die mich echt, wo ich dachte, ja, da würde ich gerne mitwirbeln wollen. Vielleicht kommt ja die Anfrage. Kann ich dich auch nochmal in anderen Rollen außer Maximilian sehen? Bist du nach Ostern weiter bei AWZ zu sehen? Schon alles beantworten. Welchen Film hast du in der DDR mitgespielt? Das waren so Kinderfilme, waren 3-4 Stück. Ich weiß nicht mal mehr, wie die heißen. Also das waren Filme, die habe ich gemacht, da war ich so 8 bis 12. Spaß gemacht, war toll. Schöne Zeit. In welchem Film bist du als nächstes zu sehen? Welchen Film bist du als nächstes zu sehen? Sitiaus. Sitiaus ist diese große internationale Serie, die wir in Südamerika gedreht haben, Chile, Argentinien. Die wird ausgestrahlt in Peru, Mexiko, Venezuela, Bolivien, rauf und runter, Primetime. 8 Kapitel, da spiele ich den Anführer der Indianer, einen sehr düsteren Indianer. Aber ähnlich wie Maximilian, auch wieder so eine Figur. Das ist ein Typ, den gab es wirklich, Anka Namun. Und Anka Namun hatte eine Frau und der wollte keinen Krieg. Also die Spanier sind nach Chile gekommen, haben die ganzen Indianer unterjocht, umgebracht, versklavt. Und Anka Namun hat im Süden mehrere Stämme noch beschützt als Häuptling. Und das Coole bei den Mapuchen, von denen ich abstamme, was echt geil war, die zu spielen, ist, die Mapuche, wenn die im Krieg sind, wählen die einen General. Und das war Anka Namun, also einer davon war Anka Namun. Und wenn die Frieden haben, dann brauchen die das nicht. Was echt geil ist. Also die, deswegen dachten die Spanier, wir werden die leicht unterjochen. Das will ich auch kurz erzählen, was echt spannend ist. So, also ihr müsst euch vorstellen, von allen Indianern auf der Welt sind die Mapuche die einzigen, die nie besiegt worden sind von den Spaniern. Die einzigen, die, glaube ich, über 300 Jahre den Spaniern standgehalten haben. Bis dann die Chilenen mit modernen Waffen, Gewehren sozusagen, die in die Knie gezwungen haben. Aber bis heute kämpfen die noch. Also das ist echt interessant. Also in Chile kämpfen die noch heute um ihre Länder und die wollen einfach nur in Frieden leben. Also es ist echt spannend. Ich habe so viel gelernt in der Zeit. Ich war 3-4 Monate da, habe gedreht und habe auch mit Indianern gesprochen. Für die ist das so, der Fluss ist ihr Bruder und der Berg ist ihr Onkel. Und als sie das Land verteidigt haben gegen die Spanier, ging es nicht darum, hey, wir wollen unser Land haben, weil die Spanier wollten halt immer mehr Land, immer mehr Reichtum, immer mehr Gold, sondern für die war es so, hey, du greifst unseren Onkel an und das ist Familie. Und also sie haben echt schöne Sachen, also ich habe sehr viel gelernt, auch aus der Sprache, Mari Mari, das heißt guten Tag. Ihre Begrüßung ist Mari Mari, die zeigen die Hände, weil sie damit zeigen, ich habe keine Waffe in der Hand. Ich komme in friedlicher Art.